Hallo liebe Hungrige, Beef Jerky gab es ja schon zweimal hier auf dem Kanal, heute aber eben in einer veganen Variante, deswegen richtiger halber ja auch Soy Jerky, also auf Sojabasis, schmeckt aber zum Verwechseln ähnlich und ist ein toller Snack. Wir brauchen dafür Ahornsirup, Sojasauce, Flüssigrauch, das ist eine tolle aromatische Soße, lässt sich auch wunderbar fürs Grillen verwenden, gibt's bei einigen größeren Lebensmittelhändlern und ansonsten findet ihr auch noch einen entsprechenden Link in der Infobox. Wir brauchen Salz und Cayennepfeffer, Knoblauch und Zwiebelgranulat und etwas Pflanzenöl, zum Beispiel Rapsöl. Und dann natürlich den Fleischersatz, hier also Soja-Medaillons und die könnt ihr dann so groß lassen oder auch kleiner schneiden. Man kann sie auch gleich kleiner kaufen, nennt sich dann Sojaschnetzel. Ich mag eher die größere Variante, doch in meinem Bekanntenkreis stehe ich da eher auf verlorenem Posten. Entscheidet euch also ganz nach eurem Geschmack. Und nun brauchen wir eine große Schüssel, gießen da zuerst mal frisch aufgekochtes Wasser hinein, für diese Menge hier 200 ml, gießen dann das Öl mit dazu, dann die Sojasauce. Und zwar 2 Esslöffel davon, auch vom Ahornsirup 2 Esslöffel, anschließend vom Flüssigrauch 2 Teelöffel. Wir geben 2 Teelöffel Salz mit in die Schüssel, außerdem das Knoblauchpulver, davon 1 Teelöffel, ebenso viel vom Zwiebelpulver und abschließend die gleiche Menge Cayennepfeffer. Und dann alles gründlich miteinander verrühren, einfach mal kurz mit dem Schneebesen durchgehen. Und nun geben wir in die Marinade die Soja-Medaillons oder Schnetzel mit hinein. Verrühren dann alles gründlich, also so, dass eben die Sojastücke auch rundherum von der Marinade bedeckt sind und lassen sie dann so für ca. 10 bis 15 Minuten ziehen, zwischendurch mal umrühren. Beef Jerky ist ja relativ fest und auch ein bisschen zäh, das Soy Jerky auch, ist ja so eigentlich auch gewollt. Wer es aber doch lieber ein bisschen weicher möchte, kann jetzt noch die Stücke zusammen mit der Marinade in einen Topf geben, erhitzen und alles so für ca. 10 Minuten köcheln lassen, umrühren dabei. Die Sojastücke nehmen die Flüssigkeit fast vollständig auf und im Ergebnis sind sie eben dann nach dem Backen etwas weicher. Wir brauchen nun ein Backblech, wir legen dieses mit Backpapier, es würde allerdings auch ohne gehen und darauf verteilen wir nun die Stücke. Ich zuerst die aus dem Topf und dann die anderen, die eben friedlich in der Marinade geruht haben, sind dann alle verteilt. Kommen Sie jetzt in den Ofen, wo unser Soy Jerky nun für 50 Minuten bei 110 Grad Ober- und Unterhitze gebacken wird. Eigentlich wird es ja bei eher niedrigerer Temperatur mehr gedörrt, funktioniert aber eben auch so. Und wer es knuspriger möchte, kann die Zeit auch noch um 5 bis 15 Minuten verlängern. Allerdings jeweils so nach 10 bis 15 Minuten den Ofen kurz mal öffnen und die Stücke wenden. Macht sich natürlich am besten mit einem Pfannenwender, dann wieder schließen, weiterbacken, bis sie dann fertig sind und so aussehen sollten. Ist wirklich ein schöner Snack, sehr herzhaft, sättigt auch schön. Man kann auch fast sowas wie süchtig danach werden. Ich mag die jedenfalls sehr. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit. Falls ihr allerdings lieber Beef Jerky in der traditionellen Variante zubereiten möchtet oder vielleicht auch einen anderen veganen Snack, zum Beispiel Süßkartoffelpommes, dann habt ihr hier die Gelegenheit. Über euer Abo freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.